Abschied von Eckehard Gries. Rund 300 Menschen nahmen heute in Oberursel Abschied von dem ehemaligen hessischen Innenminister. Neben der Familie gaben auch etliche hessische Politiker dem Liberalen das letzte Geleit. Darunter Ministerpräsident Roland Koch und der ehemalige Ministerpräsident Holger Börner. In Börners sozialliberalem Kabinett leitete Gries 6 Jahre lang das Innenressort. In diese Zeit fielen auch die Auseinandersetzungen um den Bau der Startbahn West. Der 64-Jährige war vergangene Woche einem Nierenversagen erlegen.